Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche das? Dass sie in ihrem Leben massiv eingegrenzt werden, dass sie in ihren Rechten auch beschnitten werden, wenn ich zum Beispiel Recht auf Spiel, Freizeit, aber auch das Recht auf Bildung, wenn ich daran denke, massive Einschnitte. Und ich kann nur hoffen, dass das bald ein Ende haben wird. Dass sich der Alltag massiv in verschiedenen Bereichen verändert hat. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche angemessene Beteiligungsformen. Ich denke auch erstmal das Interesse überhaupt daran, weil mit Zwang, denke ich, sollten wir das nicht voranbringen. Und Erwachsene, die sie dabei unterstützen, da aktiv zu werden. Kinder und Jugendliche sind dann beteiligt, wenn? Wenn es gelingt, dass sie auch Ergebnisse ihrer Beteiligung noch sehen, erleben können. Also, dass es Wirkung erzielt. Ihnen die Möglichkeit von Beteiligung geschaffen wird und diese Berücksichtigung finden. Dass Kinder und Jugendliche Smartphone, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass Beteiligung auch vereinfacht werden kann und eine auch gegebenenfalls schnelle Kontaktmöglichkeit geschaffen werden kann. Ja, und auch, dass wir Erwachsene mit dieser Entwicklung natürlich mitgehen müssen und uns mit diesen modernen Medien auseinandersetzen und sie auch für Partizipationsprozesse einsetzen. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung im ländlichen Raum. In erster Linie ein starkes Netzwerk. Wenn wir Digitalisierung auch als Beteiligungsform ansehen, also die digitale Beteiligung, dann natürlich die Schaffung entsprechender Strukturen, also der Hardware, dass die Kinder- und Jugendhäuser damit auch ausgestattet sind und auch einen starken ÖPNV, dass die Kinder auch von A nach B kommen und Jugendlichen. Ja, habe ich so ähnlich, ne? Eine gute Infrastruktur und ein gewissenhaftes und dauerndes Netzwerk.